So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut zu meinem Video zu Glow. Ein wunderschönes Spiel. Ein Spiel, wo, glaube ich, viele Leute neugierig drauf sind. Allein aufgrund des Artworks. Die Frage ist natürlich, steckt da auch noch ein gutes Spiel hinter? Das werden wir uns jetzt einmal angucken. Das Spiel ist für 2 bis 4 Spieler. Dauert so ungefähr 45 Minuten. Ist ab 10 Jahren empfohlen. Und das hier ist das Spiel in einmal aufgebaut. Na, thematisch sind wir hier in so einer Welt, wo die Dunkelheit immer stärker wird und wir wollen jetzt hier so Lichtsplitter einsammeln, quasi Siegpunkte, und wer am Ende am meisten Punkte hat, also am meisten Lichtsplitter eingesammelt hat, der ist dann die größte Legende und damit der Gewinner des Spiels. Um das halt zu tun, haben wir hier so Charaktere, mit denen wir hier unter anderem halt über diesen Spielplan reisen können. Wir können uns Gefährten holen, die verschiedene Effekte triggern, und das führt halt alles dazu, dass wir Punkte sammeln. Wenn ich jetzt als Startspieler dran bin, das erste, was ich tue, ist mir einen von diesen Gefährten hier aussuchen, der mir unten immer Spezialeffekte, die bringen mir vielleicht noch irgendwelche anderen Vorteile, Punkte am Ende oder sogar Minuspunkte oder noch weitere dauerhafte Würfel. Und ich muss dann immer so ein bisschen gucken, ne, was bringt mir hier unten der Effekt, was bringt mir hier oben der Effekt und welche Würfel liegen da oben drüber, denn das wird ihm alles ausgewürfelt, da brauchen wir die passenden Symbole für. Ne, und am Anfang wurden die Würfel hier, diese kleinen Würfel, alle zufällig gewürfelt und immer dahin gelegt, ne, wo es dem Symbol entspricht, sprich Wolken hier, ne, hätte auch irgendwie anders sein können, dass der irgendwie hier beim Wasser liegt. Und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, hey, komm, ne, hier liegen irgendwie viele Würfel. Das ist auch eine ganz gute Fähigkeit. Ich nehme mir mal den Charakter und kriege auch die Würfel dazu. In der Zwei-Personen-Variante ist es so, dass ich jetzt gucken kann, was ist die zweitbeste Kombination, und die kann ich einfach abwerfen. Wenn man mit 3 oder 4 Spielern spielt, dann darf sich einfach jeder Reihe um Marker nehmen. Aber jetzt könnte ich halt zum Beispiel sagen, oh, das hier könnte vielleicht ganz, oder das hier könnte auch ganz gut für Dave sein. Oder hier kriegt er noch einen dauerhaften extra Würfel, solange er den Charakter hat, aber den kann er auch schnell wieder verlieren. Ne? Da diese ganzen Effekte hier drin sind, werdet ihr gleich näher verstehen, weil hier jetzt ein Totenkopf drauf ist. Aber mein Gott, er nimmt den jetzt einfach mal trotzdem, legt den hier in seine Auslage, bekommt den Würfel, der drüber liegt, und kann sich jetzt auch diesen Würfel nehmen. Da habe ich wieder ein kleines Farbenblindenproblem. Ich kann diese beiden Würfel überhaupt nicht auseinanderhalten. Ich hoffe auch, dass es wirklich unterschiedliche Würfel sind. Ich würde jetzt einfach mal den Würfel hier nehmen und dahin legen. Und das war's noch schon. Die ganzen anderen Charaktere, die hier liegen, die können im Prinzip dann schon gleich wieder abgeworfen werden. Und dann kommt die nächste Phase, wo wir einfach unsere Würfel nehmen und würfeln. Ne? Das ist jetzt hier so mein Ergebnis. Dave hat jetzt, ne, dieses Ergebnis hier gewürfelt. Und jetzt können wir uns noch entscheiden, ob wir neu würfeln wollen. Was wollen wir mit diesen Würfeln überhaupt machen? Wir wollen zum einen halt unsere Karteneffekte triggern. Na, jetzt habe ich hier zum Beispiel diese Wolken. Das heißt, für jede Wolke, die ich habe, bekomme ich einen Fuß, den ich brauche, um hier zu reisen, und einen so einen Lichtsplitter, sprich einen so einen Punkt. Also habe ich jetzt hier 2 von diesen Symbolen. Na, die anderen würden mir jetzt hier für meine Karten nichts bringen, aber vielleicht könnte ich damit ja reisen. Ich habe irgendwie 2 Blätter, ich habe Flammen. Boah, da könnte ich schon ein bisschen was mit machen. Also würde ich mal sagen, ich lasse das so. Oder ich könnte auch sagen, komm, ne, hiermit triggere ich das. Hiermit kann ich über den Spielplan Flamme, Flamme, Flamme gehen. Dann bräuchte ich irgendwie ein Wasser. Ein Wasser habe ich gerade noch nicht. Also könnte ich auch sagen, ich gehe einfach mal hier zurück, ne, immer nach hinten auf das nächste Neuwürfelsymbol. Und dann darf ich 2 Würfel neu würfeln. Da könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, dass ich gerne die beiden. Jetzt habe ich auch noch das Wasser. Das ist sehr gut. Komm, dann lasse ich das doch einfach mal so. Und auch Dave könnte jetzt gucken. Ne, er braucht halt schon irgendwie Kristalle, aber er will nicht zu viele Kristalle haben. Das heißt, dieser Würfel hier ist schon mal gut, weil dafür kriegt er so einen Fußmarker, den, wie gesagt, hier zum Laufen braucht. Und am Ende sind das auch einfach Punkte. Und ja, der hier, das will er eigentlich nicht triggern. Er möchte nicht 2 Kristalle sammeln, weil ich muss immer, wenn ich quasi mit den Würfen fertig bin, wenn ich auch sage, Neuwürfe reicht, ne, ich bin hier zurückgegangen oder habe hier diese Neuwürfe-Marke ausgegeben. Er hat ja auch noch so einen Neuwürfe-Marker hier, den er jetzt, ne, weil er rechts vom Startspieler sitzt, bekommt. Da hat er sogar 2 von. Davon könnte er jetzt einfach einen ausgeben, ohne auf Punkte zu verzichten, um dann hier Würfel neu zu würfeln. Aber auch er könnte ja gleich mit der Flamme, Flamme, na, wir lassen das einfach erstmal so. Ich sag, es soll erstmal darum gehen, ne, was mache ich hier so überhaupt? Sprich, jetzt ist die Phase Gefährten nehmen vorbei, die Phase Würfeln ist vorbei, die Phase Neuwürfeln ist vorbei. Jetzt wende ich die Würfelergebnisse an und zwar erstmal auf die Karten hier. Sprich, ne, hier habe ich jetzt 2 Wolken, und egal wie viele Wolken ich habe jetzt sogar 3 Wolken mittlerweile. Ich kann halt einfach, ne, bei jedem Würfelergebnis, für jede Karte, die ich habe, das wird später wichtig, gucken, wie oft kann ich die triggern. Sprich, hier bekomme ich jetzt insgesamt 3 von diesen Fußmarkern und ein Splitter. Das heißt, ich bekomme 1, 2, 3 Punkte. Mehr Karten habe ich gerade noch nicht. Das heißt, mehr Effekte kann ich jetzt noch nicht auslösen. Und Dave hat hier einen so einen Kristall. Das heißt, er bekommt auch einen so einen Fußmarker, einen so einen Reisemarker. Und das hier kann er Gott sei Dank nicht triggern. Und ja, dann ist die Phase auch schon durch. Jetzt können wir hier reisen auf dem Spielplan. Das heißt, ich könnte jetzt gucken als gelber Spieler. Ich habe eine Flamme, ich könnte da hingehen. Ich habe eine Flamme, ich könnte hier hingehen. Ich kann hier jetzt nicht hin, weil da habe ich kein entsprechendes Symbol für, aber ich kann einen
Reisemarke ausgeben, um damit ein beliebiges Symbol zu ersetzen. Dann habe ich hier einen Wassermarker, kann also hier hin. Und dann könnte ich noch einen Reisemarker ausgeben, um hier hinzugehen und da auch erstmal ein Haus hinzustellen. Und als Belohnung bekomme ich dann einen so ein Glühwürmchenplättchen. Ich brauche am Ende so viele Glühwürmchen, wie ich Leute in meiner Gruppe habe. Dann bekomme ich einfach nochmal 10 Punkte extra. Das ist hierdurch signalisiert. Und ja, das war's dann auch schon. Jetzt kann ich da halt stehen bleiben. Ich könnte gucken, ob ich irgendwie auch noch... weiter will ich eigentlich gar nicht. Hier zum Beispiel könnte ich nur lang, wenn ich gar kein Blatt in meinem ganzen Wurf habe. Hier brauche ich nochmal einen Wassermarker. Ich warte einfach mal bis zur nächsten Runde. Und dann könnte jetzt eben auch Dave sagen, ne, okay, hier hat er schon alles abgehandelt. Also möchte er auch gerne reisen. Er könnte einfach ne, Flamme, ja... Und dann geht er einfach nicht weiter. Wie gesagt, hier vorankommen ist nicht schlecht. Ne? 20 Punkte maximal, wenn man ganz bis zum Ende gekommen ist. Aber wenn man interessante, spannende Karten bekommt und da einfach ganz viele Effekte auch triggern kann, kann man so viele Punkte machen, dass man auch ganz am Anfang noch stehen kann und trotzdem das Spiel gewinnen kann. Und natürlich geht er hier mit seinem Personenmarker vor und nicht mit seinem Haus. Und ja, dann werden alle kleinen Würfe zurückgelegt und zwar auf ne, das Feld, wo das Symbol passt. Sprich, die kommen jetzt hier hin. Dadurch werden die Würfel auch immer wieder ein bisschen neu verteilt, wobei es natürlich auch sein kann, dass sich irgendwo richtig viele Würfel anhäufen. Dann werden hier neue Gefährten aufgedeckt. Jetzt kommt hier noch ein Skater hin, ein Torke, noch ein Skater. Die bringen halt immer die Würfel, die man dann dauerhaft hat. Und so ein Mindaro. Und jetzt wäre Dave eben Startspieler. Und jetzt könnte Dave wieder sagen, ach, weißt du was, ne? Hier brauche ich einfach nur dreimal das gleiche Symbol, dann kriege ich 4 Punkte dafür. Das ist doch mega gut, ne? Nimmt er mal den und kriegt auch gleich die ganzen Würfel dann dazu. Dann kann er jetzt überlegen, okay, wen soll Ben auf jeden Fall nicht haben. Das heißt, er könnte einfach sagen, komm, ne, er wirft mal hier diesen Skate-Teil ab und dann kommt er raus. Und jetzt könnte ich mir hier wieder einen Charakter aussuchen und könnte sagen, okay, dann versuche ich mal den Skater hier zu nehmen. Wobei, der wird mir halt nur einen dauerhaften Würfel bringen. Mit dem Würfel kann ich momentan noch nicht viel anfangen, außer, dass ich hoffe, dass ich mehr Wolken würfe, um dafür einfach kleine Punkte zu bekommen. Ich kann mir aber auch natürlich den Charakter hier nehmen. Ne, kriege ich dadurch jetzt keine neuen, also kriege ich halt einen Würfel mehr, aber ich habe ja auch immer schon mal 4. Wenn ich es jetzt schaffe, einen Wurf ohne Wolke und ohne Flammen hinzubekommen, bekomme ich 6 Punkte. Jetzt könnte man natürlich sagen, du möchtest ja gerne Würfel mit Wolken haben, weil du dann ja auch noch dafür Punkte bekommst und diese Reisemarker bekommst. Aber man kann diese Würfel halt nur sehr eingeschränkt manipulieren. Ne, man kann natürlich Punkte ausgeben, um neu zu würfeln. Das kann ich auch mehrfach machen, aber vielleicht habe ich bei jedem Neuwürfen einfach nicht das Ergebnis, das ich brauche. Das fühlt sich dann sehr unbefriedigend an, dann habe ich einfach nichts gewonnen, außer, dass ich Punkte verloren habe. Deswegen bin ich jetzt für beide Fälle gut ausgerüstet. Wenn ich Wolken würfel, ist es gut. Wenn ich keine Wolken würfel und keine Flammen dazu habe, ist das auch ganz gut. Das heißt, die Phase wird jetzt auch schon wieder durch. Die Charaktere hier kommen dann eben auch weg. Und dann, ja, kann man jetzt einfach wieder würfeln. Das heißt, das wäre jetzt erstmal so mein Wurf. Dave hätte jetzt hier schon richtig viele Würfel und hätte jetzt das hier als Ergebnis. Und dann würde eben die Neuwürfelphase kommen. Für mich wäre dieser Wurf jetzt eine absolute Katastrophe, weil ich habe das nicht getriggert, ich habe das nicht getriggert, ne, weil ich habe keine Wolke. Ich habe zwar keine Wolke, aber ich habe eine Flamme, also triggere ich beides nicht. Ich kann hier nur sehr eingeschränkt reisen. Ja, ich komme mal. Ich habe ja ein Wasser, könnte ich hier mit ersetzen. Das Blatt hätte ich hier. Ich habe eine Flamme, also wäre da schon mal Ende. Wenn ich hier lang gehen würde, ich habe halt ein Blatt. Das ist also auch doof. Also eigentlich bin ich jetzt gezwungen, neu zu würfen, weil der Wurf ist halt absoluter Mist. Und Spoiler, das kann häufiger und das wird häufiger in Partien passieren. Das heißt, ich könnte jetzt zurückgehen und sagen, okay, ne, die Flamme würde ich gern loswerden. Und dann werfe ich einfach die beiden hier nochmal. Habe jetzt, ja... Bin jetzt immer in die beiden Symbole losgeworden. Okay, das ist unter dem Aspekt gar nicht so schlecht. Mehr Punkte möchte ich jetzt gar nicht opfern, wobei Dave das natürlich zuerst gemacht hätte. Dave hat jetzt eben das Problem, dass er eben hier 2 Kristalle gewürfelt hat. Ist gut, weil dafür wird er 3 Reisemarker bekommen. Aber wenn er halt mindestens 2 hat, weil ich muss auch wirklich für jede Karte immer jeden Wurf anwenden. Das heißt, wenn ich das jetzt so lassen würde, dann würde ich erstmal 3 Reisemarker bekommen, super. Danach würde ich zur nächsten Karte gehen, mir wieder meinen kompletten Wurf angucken und sehen, okay, ich habe 2 Kristalle, also stirbt dieser Charakter, ich finde den Würfel dadurch und ich kriege immer noch 2 Punkte dafür. Und würde dann aber auch hier nochmal, weil ich 3 gleiche Symbole habe, 4 Punkte machen. Ich könnte jetzt natürlich sagen, ich gehe das Risiko ein, verliere den Charakter hier und werfe jetzt den Marker hier weg und würfel einfach die beiden hier neu, in der Hoffnung, nochmal so einen Wassertropfen zu bekommen. Dann könnte ich das halt 2-mal anwenden. Aber ist auch doof. Deswegen könnte David sagen, komm, er macht das einfach nochmal und hofft, dass jetzt... Ja, leider kein Wasser dabei. Gut,
Dann würden jetzt auch hier wieder die Karten abgehandelt. Das heißt, erstmal würde Dave hier 4 Reisemarker bekommen. Das heißt, über den Plan laufen wird für ihn gar kein Problem sein. Dann hier kriegt er jetzt 1, 2 von diesen Lichtsplittern. Aber dafür stirbt dieser Charakter auch und dann geht auch dieser Würfel wieder weg. Und dann guckt er noch hier, 3-mal das gleiche Symbol gewürfelt. Also bekommt er nochmal 1, 2, 3, 4 Punkte. Ne, wäre das hier auch noch hier ein Wassertropfen gewesen, würde halt nochmal 4 Punkte bekommen. Gut, dann wäre der Aspekt schon wieder durch. Jetzt würden wir halt wieder reisen auf dem Spielplan. Das heißt, ich könnte halt eben wieder gucken und würde jetzt sagen, okay, ne, ich habe hier irgendwie, oder ne, ist egal, wer anfängt, das kann man auch tatsächlich, man kann vieles bei dem Spiel gleichzeitig machen. Ich könnte also einfach hier einen Schritt hingehen, dann könnte ich mit dem Blatt hier einen Schritt hingehen. Ich habe keine Flamme mehr, das heißt, ich kann dann auch hier hingehen. Und ja, die Wolken, ich könnte jetzt sagen, ich gebe mal meinen Fußmarker aus, um einfach hier hinzugehen. Jetzt bin ich halt schon relativ dicht dran, das sind jetzt in Runde 2 und mit etwas Glück bin ich in Runde 3, spätestens Runde 4 von 8 Runden, die wir spielen, hier hinten auf dem letzten Feld, wo ich dann einfach 20 Punkte bekomme und ab da macht für mich Reisen auf dem Spielplan nicht wirklich Sinn. Ich kann das noch machen, um vielleicht irgendwelche Effekte zu triggern, um vielleicht noch Charaktere loszuwerden, die mir irgendwie 5 Minuspunkte bringen, aber eigentlich ist der Aspekt des Spiels sind für mich durch und ab da hoffe ich halt, dass ich hier mit meinen Karten irgendwie tolle Synergien bekomme, dass ich halt gute Karten bekomme, mit denen ich auch was anfangen kann, dass da noch meine Würfel beiliegen, damit ich die auch oft triggern kann. Und ich hoffe, dass ich dann auch irgendwie an gute Karten rankomme, weil wenn mir die anderen Spieler die ganzen interessanten Karten wegnehmen, dann ist schon doof, ne? Das heißt, jetzt werden wir hier auch wieder durch. Das heißt, die Würfel hier würden wieder zurückkommen. Immer wenn in einem Bereich gar kein Würfel liegt, wie es jetzt hier zum Beispiel beim Blatt der Fall ist, kommt da auch wieder so ein Reisemarker hin. Dann würden wir ihm hier auch wieder neue Karten hinlegen. Es sind übrigens immer die gleichen Karten im Spiel. Es gibt hier A- und B-Karten und es kommen immer 3 Karten von jeweils A und B raus. Das heißt, es sind nicht immer 100% die gleichen Karten im Spiel. Ich weiß nicht, welche 3 fehlen, aber so generell kommen schon in der Regel immer die gleichen Charaktere. Jetzt haben wir hier noch K. Wenn sich jemand K nimmt, dann kommt dieser schwarze Würfel ins Spiel und dann wird der eben auch halt gewürfelt, kommt halt jetzt hier zum Beispiel zu den Wolken, also ich wäre jetzt meinetwegen Startspieler, ich könnte mir den nehmen, ich bin jetzt vor dem Fluch des schwarzen Würfels geschützt, das ist schon mal ganz gut, der bringt mir auch am Ende 4 Punkte, aber sonst leider nichts. Und jetzt ist es halt so, wenn sich jetzt Dave diesen Charakter hier nehmen würde und auch die Würfel dazu, müsste er diesen Würfel mitwürfeln und alle Würfel, die er dann gewürfelt hat, die das Symbol zeigen, dass hiermit gewürfelt wird, zählen für ihn nicht. Das kann gut sein, das kann schlecht sein, in der Regel ist es eher negativ, aber hiermit bin ich halt davor geschützt, das heißt, uns gibt noch 4 Punkte. Ja, man kann auch gucken. Das Ding hier ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Kann ich halt, wenn ich 4-mal das gleiche Symbol würfe, kriege ich 10 Punkte. Dafür verliere ich auch den Charakter wieder. Dementsprechend, würde ich jetzt auch vielleicht, hier, die sterben auch. Also, man baut sich halt zwar schon so ein bisschen so eine Engine auf, bekommt halt Charaktere, die einem vielleicht Neuwürfelmöglichkeiten erlauben oder die einem irgendwie Punkte geben und noch einen weiteren Würfel. Aber wenn ich dann halt schlechte Symbole würfel, also die Symbole, die ich nicht brauche, dann verliere ich die Charaktere auch wieder. Und hier würde ich sogar, wenn ich 3 Flammen würfel, den Charakter verlieren und sofort auch wieder 5 Punkte verlieren. Das ist natürlich auch irgendwie doof und Mist. Das heißt, ich würde vielleicht noch sagen, komm, der Charakter hier kommt auch raus, die Würfel bleiben da liegen und Dave könnte sich dann den nehmen und die entsprechenden Würfel dazu. Ich würde ja noch hier dann diese Würfel bekommen und dann wird es jetzt eben wieder von vorne losgehen. Das heißt, jetzt kommt halt die Würfelphase. Ich nehme alle meine Würfel, gucke jetzt, ob das irgendwie toll zu meinen Karten passt. Keine Flamme. Ich habe schon wieder eine Flamme. Die Frage ist, möchte ich zurückgehen? Ich würde da wieder 2 Punkte verlieren. Ich könnte 6 Punkte gewinnen, aber mal gucken. Ich gehe also hier zurück und würfe jetzt mal hier diese Flamme neu. Ja, und hoffe, dass ich irgendwie noch eine Wolke bekomme. Aber nee, ich würfe nur einen Würfel neu. Hab das also hinbekommen. Das ist schon ganz gut. Dave hat, glaube ich, noch nicht gewürfelt. Das heißt, er hat jetzt hier schon mal einen Kristall. Das ist gut. Er möchte nicht 2 Blätter haben. Hat er nicht. Er möchte aber 3-mal das gleiche Symbol würfeln. Er wird jetzt schon 1, 2, 3 Punkte verlieren. Ist halt die Frage, macht er jetzt einfach mal 1, 2, 3, wenn wir Würfel irgendwie manipulieren können, dann machen wir das natürlich. Und ja, hat sogar geklappt, nicht schlecht, hätte auch nicht klappen können. Und dann hätte er vielleicht nochmal 2 Punkte zurückgehen können, hätte wieder vielleicht nicht das passende gewürfelt. Lucky us, dass es jetzt geklappt hat. Ich hatte schon viele Partien, wo ich 2, 3-mal neu gewürfelt habe und einfach nicht das passende Symbol bekommen habe. Und jetzt ist hier so ein Reisesymbol gewürfelt worden. Das heißt, ich bekomme hier noch 2, oder Dave bekommt hier so 2 Reisemarker. Das heißt, Dave kann jetzt hier auch gleich richtig weit vorangehen. Wir werden jetzt also wieder gucken. Das heißt, ich habe keine Wolke, ich bekomme keine Reisemarker und keine Punkte. Ich habe das hier getriggert, weil ich habe beides nicht in meinem Wurf. Das heißt, ich bekomme 6 Punkte und gehe also auf 15 vor. Der hier macht eh nichts, der schützt mich nur vor dem schwarzen Würfel. Und Dave würde jetzt eben hier auch nochmal insgesamt 1,
zwei, drei Reisemarker bekommen. Er hat nicht zwei Blätter gewürfelt. Er hat aber dreimal das gleiche Symbol gewürfelt. Also bekommt er davon nochmal 1, 2, 3, 4 Punkte. Dann können wir wieder reisen. Ich komme hier nicht voran, weil ich habe keine Reisemarker. Ich habe keine Wolken gewürfelt. Ich könnte hier zurückgehen, aber wofür? Ne? Ich will ja eigentlich auf jeden Fall dahin. Das heißt, ich bin damit schon durch. Spannend. Dann könnte Dave jetzt sagen, okay, er möchte gerne gucken, was er so machen kann. Er hat ja hier Kristalle. Hier sind Kristalle erst da hinten. Aber was soll er mit diesen ganzen Reisemarkern? Er könnte einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10 Schritte vorgehen und schon ist er auch ganz schön weit vorangekommen und der Weg hier ist auf jeden Fall relativ easy zu gehen. Da verliert jetzt gar kein mehr von diesen Markern. Das sind jetzt natürlich auch 10 Punkte, die er geopfert hat, weil jeder einzelne von diesen Reisemarkern ist ein Punkt wert. Deswegen hätte man auch sagen können, mein Gott, das sind 20 Punkte, die ich da bekomme. Ich habe jetzt 10 Punkte geopfert, damit sind das eigentlich auch schon nur noch 10 Punkte. Da könnte auch sagen, ich weiß nicht mehr, wo er stand, macht er nicht, er bleibt einfach mal hier und behält einfach mal die Marker. Wäre in dem Fall auf jeden Fall das Smarte, weil da hinten hingehen, da wird auch nochmal 3 von diesen Markern nochmal abgeben müssen. Das heißt, man bekommt eigentlich statt dieser 20 Punkte nur 17 Punkte. Nicht so aufregend und lieber weiter so Marker sammeln, vielleicht auch irgendwie über Karten, ne? Gerade hier viele Kristalle würfeln. Damit kann er das hier im Prinzip schon fast ausgleichen. Na, die Charaktere hier kommen wieder weg, dann kommen hier wieder irgendwie neue Charaktere hin, dann gucken sich das Ganze wieder an, legt die Würfel wieder zurück. Wie gesagt, insgesamt nach 8 Runden ist der Kartenstapel hier leer. Auch den Würfel hier würde man einfach so lange neu würfeln, bis er nicht mehr dieses Sondersymbol zeigt. Die beiden kommen hier und hier hin. Das waren, glaube ich, alle kleinen Würfel. Das heißt, hier würde jetzt wieder so ein Fußmarker hinkommen. Und wenn wir jetzt alle 8 Runden durchgespielt hätten, dann würde man hier nochmal jetzt sehen, wie die Schlusswertung ist. Das heißt, man würde zum einen die Punkte bekommen, die hier oben auf den Karten drauf sind. Das wären jetzt bei mir hier 8. Bei Dave wären es in dem Fall nur 3. Man würde gucken, hat man mindestens so viele Glühwürmchen, wie man Charaktere hat, bekomme ich 10 Punkte. Das war's. Ansonsten machen die nichts. Habe ich irgendwie davon 10 Stück bekommen, aber habe nur 5 Charaktere am Ende, habe ich halt 5 zu viel. Habe ich am Ende noch 8 Charaktere, habe aber nur 7 Glühwürmchen, bekomme ich die 10 Punkte einfach nicht. Also auch so eine Mechanik, die, ja, sie ist da, Punkt. Dann hier, Häuser, je nachdem, wo die stehen. Aktuell würde ich halt 5 Punkte bekommen, Dave würde 0 bekommen. Wenn ich halt hier stehen würde, würde ich einfach nochmal 20 Punkte bekommen, die ich mir dann nehmen würde. Und jeder einzelne Reisemarker ist ein Punkt wert. Dave hat davon jetzt ja 10 Stück. Das heißt, das sind auch nochmal 10 Punkte. Und da macht man halt schon nochmal so ein paar Punkte. Also hierüber, je nachdem, wie das so läuft, zwischen 0 und 20 bis 30 Punkte kann man darüber machen. Hier halt maximal 10. Hier auch nicht so mega viele. Da kann es sein, dass man tatsächlich Minuspunkte bekommt, weil manche Charaktere eben auch am Spielende Minuspunkte bringen und hier maximal 20. Und ich habe schon Partien gesehen, wo wir bei, weiß nicht, 140, 150 Punkten waren. Ne? Auch gerade hier im B-Stapel, da sind dann halt auch hier einfach nochmal für 3 gleiche Symbole 6 Punkte bekommen. Und wenn ich halt diese Karte hier zum Beispiel nochmal bekomme und oder Dave bekommt ihn, Dave hat ja auch diese Karte hier, wo er für 3 gleiche Symbole 4 Punkte bekommt. Das heißt, wenn er es dann schafft, zum Beispiel zweimal, dreimal das gleiche Symbol zu würfeln, für jede Karte wird einzeln geguckt, ob das funktioniert. Das heißt, wenn er hier insgesamt 2x3 gleiche Symbole hat, bekommt er dafür 8 Punkte und hierfür nochmal 12, also wären das dann schon insgesamt 20 Punkte. Das kann halt gut laufen und das ist halt auch ein starker Effekt, gerade wenn man es schafft, an viele Würfel ranzukommen. Hier hinten raus gibt es dann oftmals irgendwie Punkte, aber hier kann es ihm auch passieren, okay, der gibt nur einmal 5 Punkte am Spielende, aber wenn ich dreimal das gleiche Symbol würfel, dann bekomme ich schon irgendwie, stirbt der Charakter und ich verliere die 5 Punkte wieder. Also eigentlich ein Charakter, den man gar nicht nehmen möchte. Ne, hier auch 4 Punkte, ein so ein Glühwürmchenmarker und bei dreimal dem Kristall hier, was ja für Dave eigentlich ganz gut wäre, würde der Charakter halt auch wieder sterben. Oder hier, wenn ich halt, das kann ich auch nur einmal auslösen, weil ich ja nur einmal keinen Kristall im Wurf habe, würde ich halt 3 Punkte bekommen und nochmal 2 Punkte extra. Also das ist jetzt auch so der Aspekt bei dem Spiel, womit wir jetzt auch im Prinzip beim Rezensionsteil werden. Böse Stimmen sagen, das ist ein fortgeschrittenes Gänsespiel. Im Prinzip ist es halt ein Spiel, wo ich über diesen Spielplan laufe und wo ich mir hier so ein bisschen Karten aus einer öffentlichen Auslage nehme. Das ist ein Public Draft quasi und damit versuche ich dann irgendwelche tollen Effekte auszulösen. Aber alles läuft natürlich über diese Würfel. Ich brauche halt die entsprechenden Würfelergebnisse, sonst kann ich nichts machen. Es gibt Möglichkeiten, das auszugleichen. Mit diesen Reisemarkern kann ich halt hier fehlende Ergebnisse auf dem Spielplan ausgleichen. Ich kann halt hier zurückgehen, um nochmal neu zu würfeln. Auch wenn das, also wenn ich irgendwie hier bin,
dann ist es natürlich gar keine Frage, dass man das macht. Wenn man aber irgendwie erstmal bei hier 52 Punkten ist, egal wo man dann ist, man würde hier wieder zurückfallen. Das heißt, wenn ich halt relativ weit vorangeschritten bin bei den Punkten, dann nutze ich diesen Aspekt gar nicht mehr. Und das kann natürlich auch sehr frustrierend sein, weil es ist nicht gesichert, dass man an diese Neuwürfemarke herankommt. Das heißt, auch gerade hinten raus kann es eben sein, dass ich einfach einmal werfe und dann gucke ich halt, passt nicht, hier kriege ich vielleicht einen kleinen Vorteil, fertig. Und dementsprechend am Anfang habe ich vielleicht ja noch wenig Karten, wenig Möglichkeiten. Auch da kann es sein, dass ich einfach nicht das Passende durch Neuwürfeln eben bekomme. Und dieses Neuwürfeln ist ja auch keine Garantie, dass ich wirklich das passende Würfelergebnis bekomme. Und das ist so ein bisschen, also wie gesagt, dieser Reiseaspekt, der ist super uninteressant, finde ich, weil man kann hier relativ schnell sein und hat man einfach diese 20 Punkte. Es kann durchaus sein, dass da immer alle Spieler am Ende der Partie sind, dann ist es eh total witzlos. Und selbst wenn man nicht da ist, hat das jetzt nicht zu heißen, das ist nicht so ein großer Punkterückstand, als dass man den hier nicht aufholen könnte. Man ist wirklich auf Gedeih und Verderb den Würfeln ausgeliefert. Und oftmals genug sind halt auch diese Karten hier nicht interessant. Also wenn das immer so Dinge wären, wo ich sagen würde, boah, irgendwie cool, ich will das, ich will eigentlich alles, ich kann mich nicht entscheiden, ich muss mich für eins von beiden entscheiden. Meistens ist es so, ja, irgendwie nett, passt vielleicht nicht zu dem, was ich habe. Gerade ein Zwei-Personen-Spiel, ne, der andere Spieler hat irgendwie die super tolle Karte mit den ganzen Würfeln bekommen. Die andere nette Karte oder die Karte, wo viele Würfel liegen, hat er mir halt weggenommen. Ja, und jetzt habe ich da auch nur noch die Auswahl zwischen Pest und Cholera. Ja, es gibt ja noch diese Marker, das sind so Spell-Marker. Es gibt einen einzigen Charakter im Spiel, durch den man die bekommt. Da bekommt, glaube ich, jeder andere Spieler, den hat noch keiner bei uns bisher jemals genommen. Einen so ein Spell-Marker, der wird dann halt umgedreht. Und da sind halt irgendwelche Effekte drauf, die man dann triggert. Hier, wenn ich halt irgendwie ne, 2 Wasserwürfel kriege, minus 5 Punkte. Hier, wenn ich 3 mal das gleiche Symbol würfe, minus 7 Punkte. Schon sehr nervig. Hier bei 2 Flammen, minus 6 Punkte. Besonders nervig ist auch der hier. Den muss ich auf den ganz rechtesten Charakter legen. Also immer den, den ich zuletzt genommen habe. Der wandert auch immer. Und sobald ich halt 2 Wolken gewürfelt habe, stirbt dieser Charakter und geht auf dem Friedhof. Auch jetzt wieder ein bisschen Material für einen Charakter, den es irgendwann mal gibt, der auch, wie gesagt, so unattraktiv, also dieser Effekt ist jetzt auch nicht so mega stark zwingend, dass man den unbedingt nehmen möchte, sondern vielleicht auch noch bessere Alternativen liegen. Also das ist genau wie dieser schwarze Würfel, auch so eine Mechanik, die ich irgendwie ganz, ganz komisch finde. Es gibt hier noch eine Rückseite, was ich wiederum ganz nett finde, dass man hier auch ein bisschen Auswahl hat, wo man dann hier das Meer der Ruhe, heißt es, glaube ich, hat. Weil es jetzt auch wieder lustig ist, das Spiel ist für 4 Spieler, also wenn ihr da irgendwie Hintergründe wisst, schreibt die gerne in die Kommentare. Es gibt 7 verschiedene Farben. Vielleicht ist es einfach nur dafür, damit jeder Spieler sich seine Lieblingsfarbe nehmen kann. Auf der Seite hier suche ich mir zwar auch eine Farbe aus, nehme halt einen entsprechenden Punktemarker und gibt es hier noch diese Schiffe. Ne, wir können ja maximal mit 4 Spielern spielen. Die passen aber von den Farben her überhaupt nicht zu unseren Punktemarkern. Das heißt, ich wäre jetzt vielleicht wieder der gelbe Spieler, würde mir hier irgendwie die weißen Schiffe nehmen, würde die dann hier auch in die Mitte des Spielplans stellen und ja, irgendwer anders, meinetwegen hier der rote Spieler, würde sich dann vielleicht hier diese schwarzen Schiffe nehmen, würde auch eins hier hinstellen und die anderen auch hier in die Mitte stellen. Und jetzt ist es eben so, wir reisen nicht mehr über diesen Spielplan und stellen unsere Häuser irgendwo hin, sondern einmal pro Runde kann ich halt ein Schiff auf einer angrenzenden Insel bewegen, wenn ich die Voraussetzung erfülle. Ne? Sprich, wenn ich irgendwie würfel und ich hätte mal wegen diese ganzen Würfel hier, dann, ne, das wäre jetzt auch schon mein Reroll, oder ich würde sagen, ich möchte nicht neu würfeln, dann würde ich jetzt eben gucken und würde sehen, ich habe insgesamt 4 unterschiedliche Symbole. Ne? Flamme, Wolke, Kristall und Blatt. Also gucke ich, ne, ich habe jetzt ja auch vielleicht noch gar keine Reisemarker. Ne, hier brauche ich 4 unterschiedliche Symbole, also könnte ich irgendwie hier hinfahren. Und Dave hat vielleicht sogar nur diese 3 Würfel und hat es jetzt geschafft, nur 2 unterschiedliche Symbole zu haben. Und dann dürfte er sogar mit seinem Schiff schon entweder hier hinfahren, wobei hier gibt es nichts, außer dass man einen Charakter los wird, was gar nicht so schlecht ist. Wenn man einen hat, der irgendwie Minuspunkte bringt, dann in der letzten Runde hier hinfahren können, ist gar nicht so schlecht, dafür muss man auch nur einen Charakter opfern. Oder er könnte auch sagen, er will einfach hier unten hinfahren, da würde jetzt halt so einen Neuwürfemarker bekommen, ne, er könnte hier hinfahren, nächste Runde da halt 2 Punkte bekommen und man darf in jeder Runde nur ein Schiff bewegen, aber man kann ja verteilen, man kann versuchen, eins hier hin zu bekommen, eins irgendwie hier hin zu bekommen, eins da hin zu bekommen, wo es 8 Punkte gibt. Man wird es nicht schaffen, überall hinzufahren, weil dazu habe ich zu wenig Runden, weil, wie gesagt, pro Runde nur ne, ein Schiff zu einer Insel. Ich kann auch nicht irgendwo hinfahren, wo ich schon mal eine Insel habe. Das ist auch ganz nett, dass es da noch mal eine Alternative gibt, weil der andere Spielplan nutze ich wirklich sehr schnell ab. Ich habe die allermeisten Partien darauf gespielt, aber auch hier ist das Reisen nicht wirklich interessanter. So, versuchen wir das Spiel doch mal wieder anhand von ein paar Kriterien einzuordnen. Die erste Frage, die ihr hattet, ist ja die Aufbauzeit. Die ist hier ganz normal. Man legt das alles hin, mischt die Karten, sortiert die, ja, gibt eben irgendwelche Würfel.
unter 10 Minuten auf jeden Fall eher 5. Spielt kein großes Inlay. Man packt einfach alles in irgendwelche Zip-Beutel. Also, ne, es braucht auch nicht zwingend Inlay. Das ist, wie gesagt, eigentlich schon relativ zügig aufgebaut. Ist nicht so, dass man da ewig und 3 Tage dran sitzt. Optimale Spielerzahl. Ich persönlich würde eher sagen so 3 oder 4, weil der schon angesprochene Aspekt, dass bei 2 Spielern, ne, der Startspieler dem anderen Spieler immer die zweitbeste Karte wegnehmen kann. Das fühlt sich super unbefriedigend an. Das funktioniert zwar, weil es trifft ja abwechselnd immer beide Spieler, aber ich würde das persönlich, wenn, dann eher mit 3 oder 4 Leuten spielen. Und es ist dann auch fast egal, wie viele Leute ihr das Ganze spielt, weil der Punkt Downtime, man macht ja eigentlich im Prinzip alles parallel. Am Anfang nehmen uns diese Charaktere hier natürlich in Spielerreihenfolge und dann kann ich halt meine Würfel nehmen, ich kann halt neu würfeln, ich kann die Würfel auf meine Karten anwenden, ich kann hier reisen. Also ich habe sehr viele Partien von dem Spiel gespielt und ich hatte es wirklich ein paar Mal auf dem Tisch, wo es wirklich, ne, nach dem Nehmen der Karten einfach so lief, zack, 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 okay, ich bin fertig. Und ihr? Nee, noch nicht, okay. Dann wartet man kurz, gibt den Startspielermarker weiter und dann, ne, nimmt man sich wieder Charaktere, hier macht wieder seinen Kram, sagt, wenn man das hart kompetitiv spielen will, kann man natürlich mal gucken, was die anderen Leute machen, wo die so lang gehen, das hat eigentlich auch keine Relevanz. Also das ist eine der großen Stärken des Spiels. Es geht wirklich sehr schnell, keine Downtime. Das führt aber automatisch zu dem großen Nachteil. Die Züge meiner Mitspieler interessieren mich eigentlich null. Wirklich gar nicht, außer beim hier nehmen kann ich natürlich gucken, was könnte gut zu den Gefährten des anderen Spieler oder der anderen Spieler passen und dann vielleicht gucken, ne, habe ich irgendwas, was für mich richtig toll ist und wenn nicht, dass ich denen das wegnehme, was für sie gut wäre. Aber das war es auch schon. So, das Regelheft an sich ist schon gut. Hier ist viel einführender Text, viel zur Hintergrundgeschichte und dann ist wirklich alles schön ausführlich erklärt. Der Aufbau der Karten, der, ne, Spielaufbau, auch hier schön mit Abbildung. Es gibt ja manchmal Spiele, wo der Spielaufbau nicht abgebildet ist. Das ist dann immer eine mittlere Katastrophe. Und wie dann diese einzelnen Phasen so funktionieren, auch wie das ist mit unterschiedlichen Spielplänen. Also das ist gut gemacht. Für jemanden, der jetzt noch nicht viel gespielt hat, vielleicht ein bisschen too much, das weiß ich nicht. Aber die Anleitung muss man auf jeden Fall los. Hier sind auch die Würfel alle abgebildet mit ihren verschiedenen Seiten, die verschiedenen Symbole, was die einzelnen Charaktere machen. Also an der Anleitung habe ich erstmal so nicht viel zu meckern. Die Frage nach dem Solo-Modus, ne, das Spiel ist für 2 bis 4 Spieler. Es gibt mittlerweile einen Solo-Modus, den könnt ihr euch bei Strohmann Games runterladen. Das ist so eine PDF aus 5 Seiten bestehend, wobei ihr euch auf der letzten Seite irgendwie so ein paar Karten aufschneiden müsst, die ihr dann irgendwie, ja, laminieren könnt oder so, oder irgendwelche Sleeves stecken könnt, wobei das so quadratische kleine Karten sind. Wäre ganz gut, wenn irgendjemand dafür mal eine Web-App programmieren würde, weil das wäre am einfachsten, einfach ein Tablet oder Handy hinstellen und mal, ne, klicken, was ist die nächste Karte. Den Modus habe ich noch nicht ausprobiert, aber den gibt es auf jeden Fall. Frage nach der Sprachhürde, ihr habt ja schon gesehen, das Spiel ist komplett sprachneutral, das könnt ihr also in jeder Version, ihr könnt euch davon die französische Version holen, die englische Version, wo auch immer ihr gerade seid oder wenn ihr Besuch da habt aus dem Ausland und die Leute können irgendwie kein Deutsch, gar kein Problem, ne, alles symbolgesteuert, wenn ihr euch den irgendwie verständlich machen könnt, könnt ihr in das Spiel erklären. Das funktioniert also. Spielzeit, die 45 Minuten kommen eigentlich in der Regel immer ganz gut hin. Ne? Wie gut sind 2, habe ich vorhin schon gesagt. Einschätzung zum Alter, da steht 10 plus drauf. Ab da kann man das spielen. Ob man das mit 10 Jahren interessant findet, weiß ich nicht. Müsst ihr ausprobieren. Ähnliche Spiele, wie gesagt, das Gänsespiel geht so ein bisschen in die Richtung. Aber damit tut mir das Spiel vielleicht ein bisschen unrecht. Da steckt ja durch dieses, ne, Mini-Engine, ich weiß nicht, was wirklich ein Engine-Building ist, aber ich, ne, baue mir ja schon was auf. Aber manchmal nervt es auch. Und manchmal will ich auch gar nicht, dass bestimmte Effekte triggern. Ja, also wüsste jetzt nicht, was da groß ähnlich sein sollte. Die Materialqualität an sich ist gut, aber, ne, ich habe es ja gesagt, Farbenblindenwarnung kommt hier auch wieder. Ne, manche Würfel kann man hier aber nicht auseinanderhalten. Also grün und rot, keine Chance. Hellblau und dunkelblau geht schon. Das hier sollen wahrscheinlich die orangen Würfel sein. Ich würde auch eher sagen, dass die gelb sind. Ich hoffe, ja, die werden hier schon ungefähr alle gleich sein. Also diese Würfel hier, da habe ich auch einfach keine Chance, die jetzt irgendwie groß auseinanderzuhalten. Es gibt ja irgendwie auch noch mehr Würfel, die man aber auch in die Schachtel tun soll nach dem Spielaufbau. Auch da bin ich natürlich gerne für Kommentare dankbar, was es damit dann so auf sich hat. Das konnte ich auch noch nicht wirklich rausfinden. Und die Frage nach Interaktion, habe ich schon gesagt, gibt es einfach nicht, außer hier am Anfang. Glücksfaktor ist extrem hoch, weil, wie gesagt, es gibt zwar Möglichkeiten, hier Würfel zu manipulieren, auch, ne, Punkte zu riskieren, um dann vielleicht auch nochmal bessere Würfelergebnisse zu haben, aber man ist diesen Würfeln ausgeliefert. Man muss dann auch Glück haben, dass man wirklich irgendwie spannende, interessante Karten bekommt. Und dann natürlich auch überlegen, okay, ne, hole ich mir jetzt irgendwie den Charakter hier, der mir irgendwie einen tollen Effekt bringt, aber ich kann den gar nicht nutzen, weil ich noch gar nicht die passenden Würfe dazu habe. Oder ich hoffe halt, dass ich einmal den Charakter nutzen kann, mit dem ich dann irgendwie 6 Punkte für 3 gleiche Ressourcen bekomme, aber ich komme vielleicht gar nicht an so viele Würfe ran und muss da wirklich Glück haben, dass das eine Mal, wo ich 4, 5, 6, 7 Würfel habe, ich auch wirklich diese Ergebnisse bekomme. Sagt, das ist also Glück
ist so die Haupttriebfeder in diesem Spiel. Also ihr könnt natürlich schon hier so ein bisschen gucken, dass ihr hier wirklich auch Dinge euch zusammensucht, die gut zusammenpassen, wenn es die da gibt. Das ist ja nicht gesichert. Das ist aber auch schon so der einzig strategische Aspekt, den das Spiel hat. Ansonsten macht ihr einfach, was die Aussage und die Würfe euch erlauben und guckt einfach taktisch nach. Take That ist da eigentlich auch nicht wirklich viel drin, außer wenn dieser schwarze Würfel reinkommt, aber auch nur begrenztes Take That, also auch sehr wenig gegeneinander. Wie gesagt, Hauptmechanik würfeln und so die Innovation, was ist so das Kernelement, was ist das Neue, Besondere, Innovative an diesem Spiel? Ja, das Aussehen, würde ich jetzt erstmal sagen, ne, dass wir hier so uns verschiedene Karten holen, die irgendwelche Effekte haben mit den Würfeln, dass halt auch mal alle Würfel für alle Karten benutzt werden, sich die Würfel nicht verbrauchen. Gab es bestimmt auch schon mal, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Spiel irgendwas total innovativ Neues bietet. Abgesehen davon, dass es halt diese Verknüpfung aus, ich sammle mir Karten und die Reise über den Spielplan. Gab es ja schon in anderen Spielen, fällt mir gerade keins ein, aber vielleicht euch. Und schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich wette, das andere Spiel hat es besser umgesetzt. Und Farbenblindheit, Lesbarkeit der Texte, also die Lesbarkeit der Karten ist absolut gut, weil es stehen keine Texte drauf, das bekommt man hin. Und ja, mein abschließendes Fazit ist auf jeden Fall jetzt so rein persönlich. Das Spiel ist bei mir definitiv kein Keeper. Das Spiel wird mich wieder verlassen. Wie gesagt, Weihnachten bin ich ja auch immer ab und zu mal in der Spieleburg und da werde ich auch mal ein bisschen geerdet, weil ich dann aus dieser Vielspielerblase rauskomme und eben auch sehe, was so bei Leuten ankommt, die jetzt nicht so mega krass im Hobby drin sind, wie das halt auch wahrscheinlich die meisten von euch sein werden, die jetzt hier dieses Video gucken. Und dementsprechend auch manche Spiele, die ich jetzt persönlich vielleicht nicht so geil finde, nicht so spannend finde, da weiß ich schon, okay, gibt einfach die Zielgruppe für. Ich wüsste, welchen Leuten ich das Ganze empfehlen kann. Hier würde ich halt sagen, wenn ihr halt so eine, irgendwie dieses tolle Artwork mögt, dann ist es, aber auch da würde ich eher sagen, es gibt bestimmt auch Bildbände, die so einen Artstil irgendwie haben. Holt euch lieber den, wenn ihr es euch nur primär aufgrund des Artworks holen wollt. Ne, vielleicht seid ihr auch wirklich Vielspieler und wollt eine schöne Sammlung haben, wollt einfach so ein Bild, so eine Schachtel hier im Regal haben, die irgendwie hübsch und interessant aussieht. Das ist aber für mich persönlich so der Hauptgrund. Ansonsten ist einfach hier diese Reisemechanik auf beiden Seiten des Spielplans super uninteressant. Dieses Kartendraften und die Würfel abhandeln, könnte spannend sein, ist aber auch viel zu zufällig und da liegen halt auch nicht ständig super geile Kombinationen aus, sondern oftmals auch einfach, ja, Dinge, wo ich mir sage, boah, ja, okay, jetzt hole ich mir das und hoffe, dass es gewürfelt wird und dann wird es nicht gewürfelt. Es kann Partien geben, wo ihr hier eine geile Auslage habt, wo ihr im Spielplan läuft, immer die passenden Würfelergebnisse habt und ihr macht so bam, bam, bam die ganze Zeit wirklich nur tolle Sachen, während ein oder zwei Mitspieler daneben sitzen und sagen, ja, hier, ich habe jetzt einmal gewürfelt, ja, ich könnte neu würfeln, würde ich jetzt auch Punkte opfern und kriege irgendwie vielleicht was zurück, vielleicht nicht, mache ich mal, oh, ich habe Punkte verloren und trotzdem nichts erreicht, und die dann einfach auch nicht viele Punkte machen, auch meilenweit hinter den anderen Spielern sind, das kann da sehr enttäuschen. Und natürlich, wenn ihr eine Partie habt, die gut läuft, dann sagt ihr hinterher, hey, was für ein schickes Spiel, sieht schick aus, ich konnte hier tolle Sachen machen, aber glaubt mir, wählt oft genug, weil ich habe es wirklich oft auf den Tisch gehabt, weil nach der ersten Partie dachte ich schon, okay, wir haben das hier jetzt gelernt, wir haben irgendwie bestimmt irgendwie eine Grundmechanik falsch gemacht und irgendwas muss das Spiel noch mehr bieten, was wir gerade nicht sehen. Und ich habe es dann wieder und wieder und wieder und wieder und wieder gespielt. Ich glaube wirklich 7, 8, 9, 10 Partien. Und in jeder Partie hatte ich ungefähr das gleiche Erlebnis. Immer waren meine Mitspieler erst total neugierig drauf und danach haben sie dann gesagt, so, da war ja irgendwie nichts Dolles dran. Ich habe ja auch schon ein paar Mal im Gezockt drüber geredet, da haben auch ein paar Zuschauer, ich habe schon Gezockt gemacht, wo ich über 20 Spiele geredet habe. 90% der Kommentare hinterher haben sich auf Glow bezogen, wo Leute gesagt haben, ja, aber das ist doch schon irgendwie ganz nett und das kann man so in Familien gut spielen und so. Nee, würde ich persönlich widersprechen, würde ich sagen, nein, ich würde es auf jeden Fall nicht empfehlen und glaube einfach, dass es für Familienspieler da Besseres gibt. Den Vielspieler holt das meiner Meinung nach auch nicht ab, also ich würde bei diesem Spiel persönlich eher sagen, sieht schick aus, aber lasst da einfach die Finger von oder informiert euch vorher wirklich gut. Habt jetzt dieses Video gesehen, wo ich versucht habe, das relativ ausführlich zu erklären. Wir haben Live-Let's Plays davon gemacht, wo ihr einfach mal reingucken könnt. Ja, also schade, weil ich habe das schon befürchtet, als ich das Cover gesehen habe von dem Spiel und die ersten Informationen gab es auch nur Französisch darüber. Deswegen musste man da erstmal abwarten, aber jetzt noch so die ersten Kommentare auf BoardGeek aufgetaucht sind und auch da gibt es einige sehr positive Kommentare, die findet man immer bei jedem Spiel, aber der überwiegende Teil der Kommentare und Anmerkungen, die Nutzer da geschrieben haben, ist eher nüchtern und viele sagen halt auch, uninteressantes Spiel, das hübsch aussieht und das war's. Ein schönes Artwork macht auch kein schönes Spiel. Das ist hier definitiv der Fall.
Und ja, das war's dann von Glow und mir. Ist nur eine Meinung. Es gibt ganz viele andere im Internet. Ihr könnt euch andere Rezensionen angucken. Ihr könnt euch die Kommentare durchlesen, wo mir wahrscheinlich viele Leute oder einige Leute widersprechen werden. Und ja, vielleicht sind ja auch einige von euch dabei, die sagen, nee, ich habe es mir auch geholt. Ich habe ungefähr die gleiche Erfahrung gemacht wie Ben. Dann schreibt es auch sehr gerne unten in die Kommentare. Und das war's dann von Glow und mir. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken. Bis bald und tschüss.